Und schon gleich an. Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist unterwegs. Frohe Ostern. Ja, okay, ist ein bisschen spät jetzt, aber heute ist Ostersonntag. Sommerzeit, es ist eigentlich noch sehr früh und eigentlich doch nicht. Es ist 6.42 Uhr, auch nicht mal so früh, aber wie gesagt, es ist jetzt Sommerzeit, die Zeitumstellung war. Also eine kurze Nacht, aber ich habe wieder sehr gut geschlafen. Tolle Stimmung gerade hier. Überall stehen hier auch die Angler an der Küste. Ja. Die haben sich auch den Wecker gestellt hier. Wahrscheinlich, dass sie hier früh angeln. Denn der Fisch ist auch früh und erwächst. Genau wie ich. Ich werde jetzt noch zusammenpacken. Dauert vielleicht wieder eine Stunde. Und dann geht's los. Kurzes Stück nach Norden. Knapp bis zum Kattegat. Ja, das ist eigentlich fast die andere Seite, wo ich bei der letzten Reise diesen Nordküstenradweg bei der Fähre verlassen habe. Da komme ich jetzt fast wieder hin. Und fahre den sozusagen weiter und dann komme ich an die an den großen Belt und fahre den herunter nach Kalundborg und da ist dann wieder ein Zeltplatz angesagt. Ja, 100 Kilometer werden wir wieder schaffen, glaube ich. Heute ist auf jeden Fall nicht mehr dieser Wind. Wie ihr seht, die See kann auch mal ganz ruhig sein. Unglaublich, was hier gestern los war und jetzt alles ruhig. Und so soll es auch bleiben. Der Wind soll auch nicht mehr so großartig auffrischen. Aber Sonne werden wir hier wohl nicht mehr sehen. Ach Mann, immer dies Graue. Das habe ich schon hier im Norden, bald schon seit November. Das ist so schlimm. Keinen schönen Sonnenaufgang. Die paar Tage, die man bis jetzt hatte, kann man echt an einer Hand abzählen. Ja, die geht's halt jetzt los. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Kurz vor 8 und ich roll wieder und stehe jetzt hier gleich vor so einem alten Grab aus der Steinzeit. Toll gelegen. Toller Blick. Wahnsinnig. Was eine Stimmung gerade. Alles ruhig, kein Wind. Die Ostsee glasklar. Wow. Grandios. Ja, ich roll weiter. Ja, zur nächsten Stadt sind es noch ein paar Kilometer. Aber ich hoffe, ich sehe noch mehr von der Küste. Das sieht ja klasse aus jetzt. So kann es doch bleiben. Naja, wie gesagt, Sonne eher schwierig. Aber der Wind ist weg und soll auch nicht so richtig wiederkommen. Das ist doch schön. Also Start in den Tag. Ein paar Kilometer weiter her und ich stehe vor dem Lammestein. Da gibt es bestimmt eine Sage für. Bestimmt hat ein Riese da reingeschmissen oder irgendwie sowas. Aber das weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht so gut übersetzen. Ja, und hier. Ja, man sieht gar nichts. Da drüben ist eine Landzunge. Und dahinter, da ist der Roskilde Fjord, wo ich letztes Jahr war. Man sieht in der Ferne auf jeden Fall noch mehr Angler. Zeltplatz gibt es hier auch. Ja, hier hätte ich auch noch weiterfahren können und hierher. Aber wo ich war, war es ja schön. Einfach klasse hier, oder? Ohne Wind besonders. Naja, weiter geht's.
Ich habe noch einiges vor. Ich bin hier kurz vor Nykøbing, also Neukirchen auf Dänisch. Ja, da gibt es hier ganz schön viele von in Dänemark. Ja, und jetzt stehe ich hier plötzlich, hier weiß ich nicht, an so einem Park. Da gibt es eine Toilette. Aber naja, ich dachte, ja, Wasser holen könnte ich gut für mein Getränk. Ja, und gehe rein. Schaut euch das an. Ich mache mal auf. Alles unscheinbar. Geh rein. Oh, ein Boiler. Oh, warm Wasser. Da könnte man sich doch waschen. Und was ist? Hier ist sogar ein Brausekopf. Hier konnte ich mich voll waschen, duschen, rasieren. Also ich bin absolut frisch. Das ist Dänemark. Darum liebe ich Dänemark. Sowas gibt es hier einfach mal so. Oder? Gibt es das woanders? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja wohl 1A. Also geht's jetzt frisch, fromm, fröhlich, frei weiter. Ja, Richtung Nykøbing, da komme ich gleich rein. Und dann geht's ein bisschen gedreht Richtung Westen. Herzlich willkommen am Kattegat. Ja, das ist der Kattegat hier. Irgendwo ganz da drüben im Nebel, da ist Schweden. Ja, da kann man die Küste schön sehen. Ich weiß nicht, ob auf der Kamera auch, aber da weiter hinten, da ist die Fähre, die ich letztes Jahr nicht genommen habe. Es ist so ein glasklares Wasser hier. Und so ruhig, wie selten. Gegen gestern. Einfach nur Wahnsinn, da würde man am liebsten reinspringen. Aber ich bin da gerade frisch geduscht. Aber ich habe schon gesehen, da hinten, da bin ich schon wieder mit Bademantel unterwegs. Ja, die wollen wahrscheinlich gleich reinspringen. Also sagt nichts, es ist alles möglich. Eisbaden und macht bestimmt auch Spaß hier. Wenn das mal so ruhig ist. Das kann mal so richtig schön ballern hier. Soll man mal so sagen, wenn das hier, kommt doch öfters mal der Wind an. Vom Norden. Aber da zum Glück nachgelassen. Ich werde den Kattegat auch gleich wieder verlassen. Dann biege ich ab und dann, wenn ich nächstes Mal irgendwie am Meer komme, dann in ein paar 10, 15 Kilometern, dann ist es der große Belt. Aber naja, die Sonne, wie ihr seht, wieder milchig grau. Aber egal, es ist auch nicht so kalt. Richtig schön angenehm und dieses leichte Gletscher, einfach Wahnsinn. Gut, dass ich losgefahren bin. Also bis jetzt hat sich alles gelohnt. Oder? Perfekt. Also gleich geht's weiter. Days without
water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. So, jetzt muss ich mich endgültig vom Kattegat verabschieden. Das war's, jetzt geht's nach links weg, Richtung Süden. It's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Elf Uhr, Kilometer 40. Snackpause oder zweites Frühstück eher gesagt. Ich habe hier noch so ein Wrap gekauft. Das ist doch mal was Gutes zum Frühstück. Ich bin hier direkt am Strand, aber da gehe ich gleich erst hin. Hier ist es ein bisschen windgeschützt. Ja, wenn man sitzt in den leichten Wind, ist es auch kalt. Deswegen sitze ich erst hier und dann gehe ich nochmal hoch oder rüber an die See und schaue mir das nochmal kurz an. Und dann geht es gleich weiter. Also erstmal Mahlzeit, damit ich das hier aufkriege. 100 Kilometer werden es noch, also noch über 60. Boah, dann muss ich doch was essen. Also, gleich geht's weiter. Auf den Spuren der Tour de France. Ja, hier ist die längst gefahren, auch diesen Berg hoch, den ich auch geschafft habe. 64 Meter über dem Meer bin ich jetzt. Wow, geschafft. Oh, nicht abgestiegen. 13% hat der Computer angezeigt höchst. Oh, aber hammergeile Aussicht. Wenn jetzt die Sonne scheinen würde, aber tut sie nicht so richtig, sie ist immer noch so milchig weg. Ja, aber das ist eine Aussicht. Einfach nur grandios. Unbeschreiblich. Das in Dänemark. Den ganzen Tag war es flach und auf einmal geht es hoch. Aber es wird bestimmt auch gleich ordentlich wieder runtergehen. Hammergeil. Hammermäßig. What if the world had more of your smile? What if the wind spread you?
love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Vom Gebirge wieder runter ans Meer. Einfach klasse Gegend hier. Und das ist wieder so eine Traumstraße hier. Wahnsinn, was ist das geil. Klasse, klasse. Wo fahre ich hier bloß wieder längs? Ich glaube, wiederhole mich einfach nur von der herrlich, diese Strecken hier. Also heute hat echt alles. Your sweetness could reach everyone. Kilometer 70, ja, ich bin jetzt wieder vom Meer weg. Ja, und ich brauchte jetzt eine Pause. Jetzt kam hier ein Einkaufsmarkt. Die haben ja auch heute auf, was zu trinken. Ein paar Kekse. Ach man, was Süßes. Es ist 14 Uhr. Ja, die letzten Kilometer sind wieder super gelaufen. Bin immer noch begeistert von dieser Strecke. Was wo jetzt noch kommt, ein bisschen habe ich ja noch. Aber das Wetter, die Sonne ist irgendwie ganz komisch durch. Ich weiß nicht, können wir das sehen? Die schimmert nur so durch. Ganz merkwürdig. Das ist nicht Sahara-Staub hier. Der kommt hier gar nicht hin, der über Ostern oder vor Ostern in Deutschland herrschte. Ja. Aber so ein Wetter haben wir schon ewig. Sonne kommt nicht immer durch. Aber was habe ich ja schon mal erzählt? Naja, mal sehen, was nach meiner Pause jetzt noch kommt. Jetzt stehe ich hier so schön romantisch an einem Markt. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Es fängt ein bisschen an zu regnen. Ich habe mich doch lieber umgezogen. Erstmal schon mal grob. Noch nicht komplett. Es tröpfelt auch nur ein wenig. Ja, aber auf dem Regenrad da ist nichts zu sehen. Was soll man machen? Ich fahre erstmal weiter. Mal sehen, was kommt. I never thought
thought in the wildest dream I'd see you again. Never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wonder by you, 'cause I can stay till the night. Stay till the dawn. So much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Yeah, yeah, whenever. Dieser Regen, der bleibt immer die ganze Zeit so ein bisschen. Deswegen ziehe ich jetzt so ein bisschen durch, dass ich rechtzeitig da bin. Sind ja auch nur noch 5 Kilometer. Ja, viel zu zeigen gab es jetzt auch nicht. Mal sehen, wie der Platz ist. Is it too late to feel you? Is it too late to tell you about how much I'm sorry for the things I have done? For the things I never did. But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's waiting for you. I know your body's been waiting. So much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Yeah, yeah, whenever. Ich bin nur angekommen hier an diesem Zeltplatz primitiven. Ja, aber es regnet so ein bisschen. Ist ja blöd. Ist richtig blöd. Und das soll auch noch weiter regnen. Ja. Weiß nicht, soll ich das Zelt oder soll ich diesem Zeichen folgen? Ein Shelter. Ich wusste es nicht. Hier steht nur Zeltplatz primitiver. Leute, ich schau mal nach. Ist das denn? Leute, der absolute Jackpot. Hier bin ich trocken. Ich kann mir die Bude hier einheizen. Alter, das ist absolut überraschend. Das ist ja geil. Oh Leute, hört ihr es? Es regnet. Und das Handy geht. Aber Wahnsinn, Wahnsinn. Leute, das ist der Jackpot. Hier kann man überall schlafen, wenn man will. Richtig klasse. Und wie gesagt, ich habe hier Holz. Ja, ein bisschen grob, würde ich sagen. Ich habe die Säge nicht mit. Aber naja, ob ich das einheizen will, vielleicht muss ich das eigentlich gar nicht. So kalt wird es sowieso hier drin nicht. Also das ist top. Hier kann das Fahrrad stehen. Hier kann ich einfach nur pennen. Ganz in Ruhe, hier ist es schön dunkel und ruhig. Also unglaublich, unglaublich. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Ich suche mir natürlich jetzt hier das Plätzchen hier aus.
Das ist ja absolut ruhig. Ho, naja, da werde ich mal mich hier einrichten. Alter Schwede. Wunderbar, wunderbar. Unglaublich. Sehr überraschend. Naja, ich muss mich einrichten. Ich habe mich jetzt hier eingerichtet. Ja, der Ofen ist an. Ja, da bringt die Hütte aber nicht so richtig auf die Temperaturen. Also, dass es richtig warm ist. Ich habe die Jacke lieber noch an. Ich esse jetzt gerade hier wieder Brot. Ich hatte eigentlich gedacht, nochmal mit Trangia zu kochen draußen. Ja, dachte aber, mit Zelt bringt es ja halt doch nichts. Da habe ich mir das wieder geholt. Ja, mit Zelt im Regen und innerhalb des Zeltes zu kochen. Na, das ist nicht so mein Ding. Mach hier, brennt da irgendwas an. Und draußen, es tröpfelt immer noch. Es ist kein extremer Regen wie jetzt die letzten 2-3 Stunden. Ja, machte keinen Spaß mehr so richtig. Ich habe auch nicht mehr so viel gefilmt. Ja, die Landschaft hat es auch nicht mehr so hergegeben. Aber dann habe ich auch gedacht, dann nehme ich Brot mit, esse das. Na, jetzt habe ich es gekauft. Jetzt esse ich das auch auf. Hier, da seht ihr mich halt nicht. Wenn ich koche, wäre sowieso Fertigtüte gewesen oder irgendwas. Ja, also nichts Spannendes dadurch. Aber der Tag war echt klasse. Ich hoffe, ich habe es gut aufnehmen können mit dieser Kamera, mit der neuen Insta. Ja, weil das waren tolle Strände dabei. Kattegat nochmal wieder gewesen. Ja, von heute an war es eigentlich ein guter Tag. Die Berge waren klasse, das hat es genau gebracht. Nochmal so richtig steile Berge. Es war auch immer noch weiterhin immer mal wieder 7, 8, 9, 10, 12%. Zwar nur kurz, aber das hat ordentlich reingehauen. Und ich habe es nicht geschoben, ich bin hochgefahren. Das war eine top. Sag ich mal, Generalprobe, das passt so richtig. Meine Ausrüstung, ja, die kann ich jetzt nur nicht draußen im Regen testen. Muss es ja auch nicht. Das wird es schon halten. Ja, und meine Regenklamotten, ja, kann man ja auch nicht so richtig testen. Die habe ich ja schon mal bei anderen mal richtig ausprobieren können, wo es doller geregnet hat. Ja, und jetzt sitze ich halt mal hier drin. Das kann ja auch passieren auf der großen Reise. Plötzlich sitzt man dann hier in so einer Hütte. Das kann es ja auch sein. Bevorzuge ich auch ein bisschen mehr so eine Hütte als ein Shelter. Oder Zelt ist eigentlich wieder angenehmer wie ein Shelter, finde ich. Ein offener Shelter, da zieht das immer sehr doll rein. Zelt ist es zu, ist das eigene Klima, ist immer ein bisschen wärmer als draußen. Dafür muss man das morgens vielleicht nass einpacken. Aber heute natürlich nicht. Das klappt super. Wird hier bestimmt super schlafen. Ja, es ist ja Sommerzeit, also ich bin hier um 5 angekommen. Also habe ich noch richtig Zeit, bis es richtig dunkel wird. Oh, und dann werde ich wahrscheinlich auch nicht alt werden. Also sobald das hier dunkel ist, glaube ich, werde ich auch wieder schlafen. Mal sehen, wann ich morgen früh aufwache. Morgen habe ich noch 81 Kilometer oder 80 Kilometer von hier aus. Einfach runter, wieder zum Ausgangspunkt. Komplett das eine oder andere Mal wieder vorbei am Strand. Das erste, was ich sehe, ist morgen Kalundborg. Das ist eine größere Stadt hier und dann immer so an der Küste. Aber es wird viel Sonne, Hütten sein. Immer mal eine schöne Aussicht, vielleicht am Strand, werde ich sehen. Ich hoffe, so wie heute, habe ich es gut aufnehmen können. Das ist, die Strände, die waren ja toll. Kattegat, was ich gesehen habe, die Berge, diese Prozentzahl, das passte alles irgendwie. Das, bis jetzt ist das wirklich eine richtige Generalprobe fürs Material und alles. Und für mich, für die Beine, heute wieder über 100 Kilometer und etliche Höhenmeter und es läuft super. Ja, man merkt ein bisschen die Anstrengung. Auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, wie es morgen früh ist, aber Magnesium und so werde ich immer jetzt noch ja, zu mir nehmen. Ordentlich trinken, vor allen Dingen trinken, merke ich, das ist das Allerwichtigste. Ich habe jetzt auch viel drauf geachtet, sonst bei Tagestouren vergesse ich viel zu trinken. Aber hier habe ich richtig viel getrunken, nicht nur Cola, viel Wasser mit meinem Mix drin. Das ist einfach klasse. So was Einfaches langt auch. Zum Mittag. Ich muss nichts Warmes haben. Ich muss keinen Kaffee haben. Ich muss keinen Tee haben. Vielleicht, wenn es noch ein bisschen kälter wäre und noch ein bisschen pustiger, so wie gestern, da war es schon, na, vielleicht ein Tee wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber ich muss es nicht haben. Dafür habe ich das halt natürlich ohne Kaffee machen. Morgens, abends, mittags. Einfach, ziemlich einfach. Muss den Trank ja nicht auspacken, wieder einpacken und so weiter und so fort. Also es ist relativ einfach, wie ich die Reise auch gestalten werde, die ich in Angriff nehme. Ja, einen guten Monat. Ja, fast genau in einem Monat geht's los. Wow.
Ja, morgen ist der 1. April. Ich werde euch nicht verarschen, sage ich jetzt schon. Das mache ich nicht, weil das Video wird ja wahrscheinlich viel, viel, viel später rauskommen. Dann zählt das auch schon nicht mehr. Ja, also ich hoffe, es hat denn gefallen, die Bilder, die die neue Kamera aufgenommen hat, wie ich das jetzt hier so schneide. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich die Reise vielleicht ein paar Tage mal zusammenpacke, weil bei längeren Touren, also im Balkan wird vielleicht ein bisschen mehr passieren, aber wenn ich in Norwegen bin und hochfahren will, Schweden durch, wird es vielleicht ein bisschen zu langweilig. Da bin ich noch im Überlegen. Ihr könnt es ja noch in die Kommentare schreiben. Ich habe ja noch Zeit, die Videos vom großen Urlaub, großen Sabbatical-Tour zu schneiden. Bis das kommt, das wird noch ein bisschen natürlich dauern. Also, ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Euer Flachlandradler Thorsten. Tschüss und Mahlzeit. Und ein bisschen zurücklegen. Aber es schmeckt immer gut. Ganz einfach, schnell. Ohne großen Schnickschnack, ohne Abwaschen. Perfekt. Also, tschüss.